Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel. Heute zu einem Thema, das zentral für unser Land und daher immer wieder Wahlkampfthema ist: Bildung. Warum? Weil davon langfristig betrachtet unsere Zukunft abhängt. Die komplexen Anforderungen moderner, globaler Gesellschaften erfordern viel von den Menschen. Vor allem verlangen sie Kompetenzen, die weit über das rein Fachliche hinausgehen, auf die wir bislang aber relativ wenig Wert legen in der Ausbildung. Über solche Themen wie Schlüsselkompetenzen gibt es gerade in den Medien endlose Systemdiskussionen. Meist handelt es sich dabei um ideologische und parteipolitische Auseinandersetzungen. Die Frage ist, geht's auch anders? Tatsächlich muss Politik nicht nur formen, sie muss auch Gesellschaft bilden. Wirkliche Bildung aber setzt einen flexiblen Lebenszusammenhang voraus und kein ideologisch in alle Zukünfte festgelegtes Menschenbild. Es geht nicht um Ideologie, sondern darum, dass Bildung funktioniert. Es geht um etwas Praktisches, Lebensnahes, Pragmatisches, wenn Sie wollen. Viele denken, wenn sie pragmatisch hören, an Wirtschaftskompetenz. Hilft sie uns in unserem Staat zu überleben? Mal angenommen, wirklich nur mal angenommen, das wäre so. Müsste man da nicht einmal ebenfalls unideologisch untersuchen, wer oder was Deutschland eigentlich in den letzten Jahren wirtschaftlich so gut durch die Krise geführt hat? Die meisten werden darauf antworten, na, unsere Großunternehmen. Wäre es so, hätten wir längst verloren. Die USA haben 4-mal, Japan doppelt so viele globale Großunternehmen wie wir. Auch Frankreich hat mehr. Also? Sie sind die bekannten Flaggschiffe der deutschen Wirtschaft. Global Player und die teuersten DAX-notierten Firmen Deutschlands. Sie scheinen Deutschlands Wirtschaft auf dem Weltmarkt zu repräsentieren. Aber auch sie tragen in hohem Maße zur deutschen Wirtschaftsstärke bei. Die flexiblen Rollhundeleinen von Flexi. Manfred Bogdan ist ihr weltgrößter Hersteller. Damit gehört er zu den Hidden Champions, deutschen Firmen, deren Namen meist unbekannt sind, die aber in ihrem Segment an der Spitze stehen. Rund 2700 dieser heimlichen Marktführer gibt es weltweit. Alleine 1300 davon, also ungefähr die Hälfte, sind in Deutschland beheimatet. Sie definieren sich so: Erstens gehören sie zu den Top 3 in der Welt und zweitens liegt ihr Umsatz unter 5 Milliarden Euro. Sie sind Teil des German Mittelstand, der den Löwenanteil von 70% aller deutschen Exporte beisteuert. Im deutschsprachigen Raum, genauer in Deutschland, der Schweiz, Österreich und Luxemburg, erwirtschaften die Betriebe einen Umsatz von 900 Milliarden Euro. Über 26% der gesamten deutschen Exporte gehen auf das Konto der Hidden Champions. Sie beschäftigen insgesamt 1,4 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland. Was macht diese Firmen so besonders? Genau das hat der Unternehmensberater und Wirtschaftsprofessor Hermann Simon untersucht und dabei den Begriff der Hidden Champions geprägt. Die Zauberformel ihres Erfolgs, so Simon, ist ein Mix aus Tradition, Innovation, Firmenkultur und Internationalität. Rund 1000 von ihnen sind Familienunternehmen mit einer starken Persönlichkeit an der Spitze. Sie besitzen ein wertvolles Stammpersonal, das seit Jahrzehnten in der Firma arbeitet. Der innere Zusammenhalt ist groß, alle ziehen an einem Strang. Da sich die heimlichen Gewinner nur auf ein Produkt spezialisieren, setzen sie Standards und Maßstäbe in ihrer Nische. Sie investieren wesentlich mehr in Forschung und Entwicklung als Großkonzerne. Die Folge: überdurchschnittliche Wachstumsraten und gute Gewinne. Vor allem stellen diese Weltmarktführer ihre Produkte zum größten Teil noch in Deutschland her. Das Outsourcing in die Billigländer betreiben sie nicht. Auf diese Weise bleibt die Qualität der Spitzenprodukte bewahrt. Außerdem bieten viele von ihnen ihre Produkte im Direktvertrieb an, was Kundennähe schafft. Unter anderem spielte die deutsche Kleinstaaterei des 19. Jahrhunderts für den Erfolg der Hidden Champions eine Rolle. Die einstige Enge sorgte dafür, dass deutsche Firmen von Anfang an international arbeiten und international denken mussten, sonst wären sie nicht gewachsen. Ein Drittel der Hidden Champions sieht ihre schärfsten Wettbewerber im eigenen Land, oft sogar in regionaler Nähe. Die harte interne Konkurrenz trägt entscheidend zur Export- und Wettbewerbsstärke dieser Unternehmen bei. Die meisten von ihnen haben die Wirtschaftskrise gut überstanden.
Nicht zuletzt sind es die typisch deutschen Tugenden wie Gründlichkeit, Zuverlässigkeit und Präzision, die zum globalen Erfolg des deutschen Mittelstandes beitragen. Deshalb sind die Hidden Champions, so Hermann Simon, bestens dafür gerüstet, Globalia, die veränderte Welt der Zukunft, geprägt vom rasanten Wachstum der Schwellenländer, zu erobern. Zwei Gäste habe ich heute eingeladen, die ich Ihnen gerne vorstellen würde. Hermann Simon, schönen guten Abend. Guten Abend. Ehemals Professor für Betriebswirtschaftslehre und Marketing, Gastprofessor unter anderem an der Harvard Business School, an der Keio-Universität Tokio und am MIT. Jetzt berät Hermann Simon Unternehmen weltweit, ist Chairman von Simon Kucher & Partners und der Fachmann, muss man sagen, für Hidden Champions. Sein Buch Hidden Champions, Aufbruch nach Globalia, die Erfolgsstrategien unbekannter Weltmarktführer, gehört zu den aufregendsten für mich und lehrreichsten Wirtschaftsbüchern. Wir verlosen es über unsere Internetseite 5-mal, wie auch das Buch meines zweiten Gastes, das den Titel trägt Philosophie einer humanen Bildung. Geschrieben hat es Julian Niederrümelin. Schönen guten Abend. Professor für Philosophie an der LMU München, ehemals Präsident der Deutschen Gesellschaft für Philosophie und Staatsminister für Kultur und Medien. Herr Simon, nicht die DAX-Unternehmen haben wir gelernt, sondern der Mittelstand hat Deutschland durch die letzten Krisen getragen. Was nochmal ist das Geheimnis? Das Geheimnis ist zweifach. Erstens Fokussierung. Diese Unternehmen sind also fokussiert, spezialisiert. Das ist Voraussetzung für Weltklasse. Fokussierung macht aber einen Markt klein. Wir haben das Beispiel der Hunderollleinen gesehen. Wenn Sie die nur in Deutschland verkaufen, dann können Sie nicht wachsen. Und deshalb kommt der zweite Pfeiler hinzu, Globalisierung. Diese Hunderollleinen können Sie in 100 Ländern kaufen und damit wird der Markt groß. Also Fokus für Weltklasse und das Geschäft auf die ganze Welt ausdehnen. Warum sind die so unbekannt? Also viele Firmen in Ihrem Buch haben mir nichts gesagt. Zulieferer zum Beispiel, die ich nicht kenne. Ich vermute viele andere Menschen auch nicht. Warum? Es gibt verschiedene Ursachen. Eine Ursache ist, dass diese Firmen sehr verschwiegen sind, hidden bleiben wollen, um nicht unnötig Konkurrenz zu wecken und um nicht vom Geschäft abgelenkt zu werden. Es gibt eine Studie, nach der Unternehmen umso erfolgreicher sind, je weniger die Chefs in der Öffentlichkeit, im Fernsehen, in der Presse auftreten. Und das beherzigen die. Es gibt aber dann natürlich technische Gründe. Die Teile, die in ein Auto hineingehen, sieht man nicht. Niemand weiß, dass in Hochhäusern ein Pendel schwingt, das von einer Berliner Firma gemacht wird, um die Balance zu halten. Also man sieht die Produkte nicht. Und dritter Grund, keiner denkt daran, dass jemand die Knöpfe oder solche einfachen Sachen machen muss oder Reißbrettstifte. Diese Weltmarktführer sitzen in Deutschland auch bei diesen Produkten. Es gibt ja Stimmen von außerhalb, also gerade auch aus dem Ausland, die sagen, naja, diese Deutschen, das sind halt irgendwie doch graue Mäuse, die haben sich sozusagen die Produkte ausgewählt, die keiner sonst herstellen will, die irgendwie langweilig und grau sind. Ja, das ist eben das Missverständnis der Märkte der Welt. Wie viele Märkte gibt es auf der Welt? Keiner weiß das. Ich sag mal 10.000. Von diesen 10.000 sind höchstens 100 große Märkte, wo also die Googles, die Apples oder die Autohersteller aktiv sind. Und 98% sind kleine Märkte. Und dort sind unsere Hidden Champions unterwegs und die Nummer 1 in der Welt. Wie viel Akademiker oder wie hoch ist der Akademikeranteil in diesen Firmen? Der ist 20% und hat sich verdoppelt in den letzten 10 Jahren. In absoluten Zahlen von 100 auf 400 vervierfacht, weil die ja gewachsen sind. Man kann also auch sagen, das sind eigentlich Forschungsinstitute mit angehängtem Produktionsbetrieb. Jetzt steigen wir sozusagen fast mitten in die Diskussion ein. Wir kommen ja zu den philosophischen Aspekten, kommen wir ja noch. Aber das würde doch eigentlich bedeuten, also für jemand wie Sie als Universitätslehrer, zu sagen, naja, scheint nicht so schlimm zu sein, dass nicht jeder studiert. Da werden wir ja im Ausland richtig böse ebenfalls auch kritisiert, weil eben nicht bei uns so viele Leute studieren. Das scheint ja gar nicht so schlimm zu sein. Das scheint ja einer der Gründe dafür zu sein, dass es uns wirtschaftlich einigermaßen gut geht. Also was ich aus diesen Analysen vor allem entnehme, ist Besonderheiten, die abweichen von dem, was international Standard ist, müssen sich nicht negativ auswirken.
Wir haben weniger Finanzsektoranteil an der Gesamtwirtschaft, weit weniger als Großbritannien. Wir haben mehr Mittelstand, wir haben Stadtsparkassen, wir haben Raiffeisenbanken, alles Merkwürdigkeiten aus internationaler Sicht. Wir haben eine niedrigere, deutlich niedrigere Akademikerquote, auch eine Merkwürdigkeit. Und es ist sehr gefährlich, wenn man generell der Auffassung ist, wir müssen möglichst weitgehend uns anpassen dem, was üblich ist, weltweit, weil dann geht's uns gut. Das ist ein Irrtum und da konvergiert das ziemlich stark. Also Ihr Befund und das, was ich zur Bildung meine, man kann sich auch unterscheiden und gerade deswegen Erfolg haben. Weil man sich unterscheidet, da gehört Mut dazu und man muss wissen, um was es eigentlich geht, was einem wichtig ist. Also könnte man doch zunächst mal, also jenseits der Systemdiskussion, festhalten, einen ersten wichtigen Punkt. Es ist gar nicht zentral, dass der Output von Schulen darin besteht, dass möglichst viele Menschen studieren. Also ich will es mal so formulieren, wir müssen uns sehr davor hüten, eine Botschaft an junge Menschen zu vermitteln, die ungefähr folgendermaßen lautet: Wer sich hinreichend anstrengt und hinreichend was im Kopf hat, der studiert. Und wer auf dem Wege dorthin scheitert, für den gibt es noch andere Angebote. Ist aber ein Verlierer eigentlich. Das wäre eine hochgefährliche Botschaft. Wir produzieren ohnehin viel zu viel Verlierer in unserem Bildungssystem. Und das würde das Ganze auf die Spitze treiben. Aber generell, ich will es mal provokativ zuspitzen, es gibt eine Studie der Bayerischen Wirtschaft, des Verbandes der Bayerischen Wirtschaft, die kommt zum Ergebnis, dass 2020, also sehr nah, in naher Zukunft, etwa 220.000 Fachkräfte fehlen, davon 43.000 Akademiker. Das heißt, die Gleichsetzung von Fachkräftemangel mit Akademikermangel, wie wir es über weite Strecken hatten, ist offenkundig falsch. Und es gibt ein zweites interessantes Befund, dass die Lebensarbeitseinkommen, also über das ganze Leben gerechnet, von Facharbeitern und Akademikern im Westen Deutschlands konvergieren und nicht divergieren, wie man vielleicht meinen könnte, wenn wir in erster Linie einen Akademikermangel hätten. Also selbst wenn es ums Geld geht, muss man sagen, es bedeutet nicht unbedingt einen Vorteil, ein Akademiker zu sein. Ja, und es ist ein Signal der Märkte. Ja, das ist klar. Ich kenne viele Handwerker und Facharbeiter in diesen Spitzenfirmen, die verdienen deutlich mehr als viele Akademiker, weil sie ein Know-how haben, das einzigartig in der Welt ist. Und dafür wird natürlich gezahlt. Und wir haben uns vorher ja kurz darüber unterhalten, die Fluktuationsrate in diesen Betrieben ist auch im Vergleich mit dem Gesamtmarkt sehr gering. Das heißt, die Leute wollen offensichtlich auch nicht weg, sonst würden sie es tun. Die ist 3%, Schnitt für Deutschland 7,3%. Also die verlieren praktisch keine Mitarbeiter. Das ist auch sehr wichtig, weil vieles Know-how kommt ja nicht nur in der Ausbildung, sondern dann in der praktischen Arbeit. Und die Fluktuationsquote ist viel wichtiger als der Krankenstand. Wer krank ist, kommt nach einer Woche wieder. Wer weggeht, nimmt seine ganze Erfahrung, sein ganzes Wissen mit. Okay, dann werden Sie vielleicht jetzt sagen, naja, was hat denn das bislang mit Bildung eigentlich zu tun? Will der jetzt Bildung auf Ökonomie reduzieren? Worum geht es nicht? Um was ganz anderes, um das Menschenbild etwa. Keine Sorge, dazu kommen wir noch. Lassen Sie uns erst noch einmal gemeinsam genauer verstehen, was uns überhaupt wirtschaftlich stark macht, bevor wir lautstark nach Schulen rufen, denn Sinn und Zweck angeblich sein soll, uns wirtschaftlich nach vorne zu bringen, ohne dass wir genau wissen, wie wir das machen und um was es da eigentlich geht. Wenn die Hidden Champions so erfolgreich sind, Weltmarktführer eben, liegt es nahe, dort einmal nachzufragen, was die denn in Sachen Bildung und Schule erwarten und was sie wirklich brauchen. Die Antwort werden Sie vielleicht überraschen. Durchschlag am St. Gotthard. 2016 soll der längste Eisenbahntunnel der Welt fertig sein. Ermöglicht wurde diese technische Meisterleistung durch Tunnelbohrmaschinen der Firma Herrenknecht. Wo immer auf der Welt U-Bahnen gebaut werden, unterirdische Verkehrswege oder Versorgungsleitungen, sind Vortriebsmaschinen von Herrenknecht gefragt. 1977 gegründet, ist die mittelständische Firma aus Schwanau bei Offenburg inzwischen Weltmarktführer. Was wir anders machen, wir sind relativ frühzeitig in China gewesen. Ich habe die ersten Besuche in China und Russland 1990 durchgeführt, 1986 in Russland. Das heißt, du musst ja relativ frühzeitig in die Welt gehen, dort schauen, was notwendig ist, was die brauchen oder die Nachfrage ist. Die Firma Otto Bock stellt seit 1919 Prothesen her. Auch hier führt die frühe globale Präsenz zum Erfolg. Neben der Zentrale in Duderstadt bei Göttingen gibt es inzwischen Vertriebs- und